Hallo Leute und herzlich willkommen zum nächsten Video. Heute wieder mal was ganz Schönes, nämlich Panini Illusions in der Tmall-Asia-Version. Haben wir schon mal aufgemacht in einem älteren Video, haben da gute Karten rausgezogen. Ich meine, was gibt's da drin? Also da gibt es diese Red and Yellow Insert Parallels, also insgesamt sind da 12 Parallels drin, 6 Inserts oder Parallels und 2 Acetat Parallels. Also deswegen Acetat finden wir eh immer gut. Hoffen wir mal, dass wir da ein paar coole Karten rausziehen. Und deswegen, wir gehen rein in den Laden. So. Na ja, gut, gleich mal falsch aufgemacht. Hervorragend. Sehr gut. Ja, sieht doch gut aus. Schönes Design. Schöne Box. So, mischen wir mal ein bisschen durch. Dann sehen wir uns im ersten Pack. Also es sind nur 4 Packs, dafür sind aber 12 Karten drin. Und das Design ist natürlich schon ziemlich abgefahren. Also Bam Adebayo, Hachimura, The Beard, Montrezl Harrell. So, da haben wir die erste Dots und das ist nochmal Bam Adebayo. Also man erkennt den Unterschied. Hier sieht man schön die Dots raus. Sieht man auch auf der Kamera. Dann haben wir nochmal Hachimura. Okay. Alle als Base und alle als Dot. Dann ist das der erste Rookie mit Nathan Knight. So, da haben wir schon Insert. Grizzlies, habe ich richtig gesehen. Ah, und das ist doch eine Rookie-Karte von Desmond Bane. Die nimmt man gerne mit. Weil vor seiner Verletzung hat er echt wahnsinnig abgeliefert. Das ist ja ein richtig schönes Ding. Oh, da kommt schon die erste Acetat. Gehe ich mal davon aus. Oh, und die Aaron Fox. Der liefert ja gerade auch richtig ab. Nehmen wir die zur Seite. Also das sieht natürlich schon richtig cool aus. Ja, der spielt echt eine gute Saison. Dann hat man letztes Mal Jokic. Schönes Ding. So, dann geht es weiter mit dem Base. Da haben wir Patrick Beverly. Dann haben wir noch Paul Reed, Rookie, Philly und Pokuševski, Thunder Rookie. So, zweites Pack. Und wir haben Joel Embiid. Dann haben wir Julius Randle, läuft auch gerade für den mit den Knicks. Dann haben wir Eric Paschal. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Tristan Thompson. Kardashian Boy, Tristan Thompson gleich mit den Dots hinterher, also wir haben immer die Base und die Dotted. Ah, Donovan Mitchell, noch besser, spielt euch gerade eine heftige All-Star-Saison und Cleveland auch richtig gut. Mitchell for 3! Oh, unbelievable! Looks for 70. Wow. He has played fantastic basketball. Wow. And ear to ear. James Wiseman, Rookie, nimmt man auch gerne mit. Ah, und die haben wir auch schon. Obwohl, nee, nicht in der Kombination Rookie Reflections. Zach Levine und RJ Hampton von den Magic. Sehr cool. Und die ist ja richtig gut. Oh, und da haben wir doch noch den heißesten Spieler zurzeit. In einem richtig schönen Parallel. Season Highlights. It's Game Winner versus Grizzlies. Oh, sehr coole Karte. Ist sogar hier so abgesetzt. Eine richtig coole Textur, der gute. Ja, nicht nummeriert, aber das ist ja eine echt schöne Karte. Muss man nachher mal anschauen, was das für eine ist. So, dann gehen wir noch die Base schnell durch. Caris LeVert. Kai Kuzma noch bei den Lakers in der Saison. Und wir haben Azubike. Okay. Was jetzt natürlich cool wäre, wäre noch so ein Mello oder ein Ant-Man. Hier Aaron Gordon. Ah, Jordan Poole, okay, cool. Und dann auch noch Zach Levine. Wir haben Alfred Payton. Kein Rookie mehr. Dann haben wir Julius Randle. Also jede Basekarte haben wir auch hier in dieser Dotted Version gezogen. Ja. Eric Paschal haben wir auch die Base-Version und jetzt haben wir Lamar Stevens.
Rookie von den Cavs. Und da haben wir gleich, jetzt geht die Insert-Geschichte los. Oh, und das ist natürlich sehr, sehr cool. Oh, die nehme ich mal gerne mit Career Lineage von Giannis. Richtig coole Karte, auch wieder so abgesetzt. Oh, und da ist das zweite. Ist das auch quer? Ja, das ist das zweite Acetat. Und es ist Joel Embiid. Okay, nimmt man gerne mit. Sehr schönes Ding. Ja, das ist schon cool, diese Acetat-Dinger. Jetzt haben wir Jokic und Embiid, die zwei besten Big Men. Richtig nice. Und dann machen wir mal weiter. Da haben wir noch Christian Wood. Hat bei Dallas gelandet, spielt auch richtig gut. John Nawara. Auch eine Rookie-Karte und dann haben wir noch Malachi Flynn von den Raptors. So, letztes Pack. Blake Griffin für Brooklyn. Dann haben wir Dillian Brooks, Ben Simmons, Kyrie Irving, naja, neue Teammates und James Harden. Na, das ist ja eine Dreier-Kombi. Könnte fast schon der ganze Trade sein. So, James Harden. Dann haben wir hier Patrick Williams, leider in der Saison kein Rookie mehr. Oh, aber da haben wir eine fette Karte. Da haben wir ja eine richtig fette Karte. Asia Red, Rookie Cole Anthony, einer der Top-Rookies. Nehmen wir das zur Seite und gucken uns das mal an. Nicht not numbered, aber diese Asia Red, die nimmt man natürlich gerne mit. Also das ist mega cool. Richtig geil. So, und dann haben wir natürlich auch noch was richtig Schönes, nämlich Career Lineage von Big Diesel, Shaq Attack, Wahnsinn, coole Karte. Also die Career Lineage sind schöne Karten, okay. Und da haben wir Rookie Reflections mit Malachi Flynn und Fred Van Vliet. Kann man besser ziehen, aber ist okay. Kriegen wir noch einen Mellow. Darius Garland, wir haben Duncan Robinson, wir haben Theo Maledon für OPC. Hier nochmal im Schnelldurchlauf Career Lineage, dann die Acetat von Embiid, Shining Stars, dann Season Highlights, also die sieht echt fett aus, die müssen wir auch nochmal angucken. Dann hier Instant Impact, Desmond Bain, schönes Ding, Shaq Career Lineage. Und dann die hier, da habe ich jetzt auch nichts dazu gefunden. Ja, die ist jetzt keine Millionen wert. Aber sieht mega aus, die Karte. Und ist auch da ein cooler Rookie gewesen. Spielt jetzt auch gerade richtig gut mit dem Magic. Okay, also gerne ein Like und ein Abo dalassen, wenn euch das Video gefallen hat. Und bis zum nächsten Mal.